Okay. Mein Bruder verprügelt mich. Instant Cock raus. Trimac Vlog. Bock-Vlog. Ja, let's go. Rein in die Masse. Hallo, du? Läuft. Ja? Ja. Molle, der Trimax hier. So, jetzt werde ich einmal in die Schranken düsen. Und dann kann ich nochmal gegen Niki ran, den Henki. Red doch anständig. Ja, mach nicht zu schnell. Normalerweise haben wir richtig mal auf die Fresse gehauen, aber heute irgendwie. Ist das Max' Bruder wirklich? Ich habe ausgehabt gegen den Trainer, gegen mich. Also gegen mich hat er nicht so sehr, aber Ja, wobei wir jetzt auch mal bekommen. Also, wir haben ja, unser Kampf war ja gut, du hast gewonnen, aber. Ja, macht das irgendwie Spaß! Warum ist das so geil? Man fühlt sich direkt. Das ist wirklich Max' Bruder, der sieht genauso aus wie Max. Ach, das ist der Sohn von Max' Vater, okay. Ich fühle mich echt wie ein Pro. War jetzt nicht mit Ansicht zu schnell, aber. Mach dir Zeit? Ja, das ist ein brutales Ende auch. Zuerst den Mach, erst den Sitz. Junge, der kämpft aber gut, ne? Das ist Dark Max. Junge, aber es macht Max echt gut, ne? Aber Max noch sehr passiv, ne? Revi, mach Onlyfans, du bist schon ein Geiler. Psst, psst, ich geb meine Nudes umsonst raus. Das ist der Trainer von ihm, der Bruder kommt gleich. Nicht schlecht aus. Ich habe zwar keine Ahnung vom Boxen, aber das sind zwei Männer, die sich prügeln. Könnte Max jetzt einfach einen Stuhl nehmen und das dem über den Kopf ziehen oder wäre das nicht erlaubt? Darf man das? Kann man beim Boxen einfach Klappstuhl nehmen? Ja, ne? Chat? Nein? Ja? Okay, ich dachte schon gut. Dann will ich hoffen, dass Max Mickey einen Stuhl über den Kopf zieht. Oder so eine ganze Parkbank. Sieht nicht. Okay. Oh, aua. Max ist echt im Fokus, der ist im Tunnel. Ist krass. Aber ist das jetzt hochwertiges Boxen? Fang du mal an zu boxen. Warte mal ab, was ich noch für eine Transformation vor mir habe, Chat. Im Sommer werde ich so hässlich aussehen. Holy shit! Okay, ich will jetzt sehen, wie er gegen seinen Bruder kämpft. Wo ist das? Wie lange dauert ein Kampf? Eine Stunde? Oh, das ist jetzt sein Bruder. Oh, was? Oh. Digga, sein Bruder hat ihm ja richtig einen in die Fresse gehauen. Nicht schlecht. Ja, so weit weg mit dem Kopf. Gib noch einen Druck. Mach Kreuzschuss. Rumatra. Schlag drauf von unten, gib ihm doch einen. Halt deine Fresse. Rumatra! Okay. Oh, boah, Max kann aber einiges einstecken, ne? Der kann einiges einstecken, du. Ich würde auch gern gegen meinen Bruder boxen, aber mein Bruder wird mich wahrscheinlich umbringen einfach. Mein Bruder ist so 40 Meter groß und wiegt einfach 500 Kilogramm. Der ist so fett, no joke. Aber Max hat ein paar gute Schwinger dabei. Boah, Junge. Ja. Siehst du doch, den musst du gleich ran.
Was hast du Zeit? Es ist 1 Minute 30, Hälfte durch, komm kämpfen! Jetzt Niki, jetzt hast du ihn! Gib ihm! Ja, er rettet sich immer wieder. Ja. Also Jake Paul hat, glaube ich, geiler gekämpft, oder? Ja, so geschwitzt. Man sieht mal, wie Max angestrengt ist. Ja, ja, richtig. Max ist richtig angestrengt. Oh, Junge. Genau, Junge. Oh, no. Das war der Knockout. Stark. Mega stark. Ich könnte jetzt einfach kotzen. Hey, der sieht einfach aus wie Trimax einfach. Wie kann einer aussehen wie Trimax, aber das nicht sein? Wieso macht das so Spaß? Keine Zeit. Ach du Scheiße, ihr habt den auch richtig schön gesehen. Ja. Oh mein Gott. Stark. Das ist richtig. Auch gut? Der Trainer ist so überlocker, ne? Der Trainer hat genau dieses Lockere so, wo man Boxen so macht. Wisst ihr, so die Boxer sind immer alle so. Die haben immer so... Die haben so eine ganz krass lockere Körperhaltung mit Spannung drin. Das ist ganz geil einfach. Das würde ich auch gern können. Max, nicht schlecht, wirklich, also ich würde gerne was von Mickey sehen. Gibt's was von Mickey? Es gibt mal hier so ein bisschen durch. Mickey wollen wir nochmal. Ja, Mickey, das war schon geil. Ja, nicht schlecht, Max, nicht schlecht. Schönes Ding, dick hin reicht für einen Upload. Kannst du dir das ziehen? So, TV-Boxen. Mein erster Box-Vlog. Ach Digga, der macht wieder halbe Hollywood-Film daraus, Bro. Es begann alles damit, dass die Streamer unter sich eine 1 gegen 1 Tierliste erstellt hatten, in dem Trimax... Ich guck mir nur das hier an. Der kämpft einfach gegen einen Opa. Wieso kämpft er gegen einen Opa? Wieso kämpft er gegen einen Rentner? Mickey, wieso kämpfst du gegen einen alten Mann? Der wird mich trotzdem kaputt hauen, so ist nicht, aber trotzdem. Warum schlägt Mickey diesen alten Mann? Was hat der ihm getan? Warum schlägt Mickey diesen alten Mann? Der schlägt ihm einfach in den Bauch. Warum? Der schlägt einfach diesen alten Mann. Der alte Mann aber wahrscheinlich der stärkste, Digga. Der sieht richtig krass ausgebildet aus. Nein, das ist natürlich sein Trainer-Chat, ich weiß das doch. Das ist nicht wieder macht, ne? Mickey hat halt Power, der hat halt Schwungmasse, ne? Junge. 2, 3, 10, 1, 2. Runde 8? Aber die haben halt immer noch Spaß dabei, das ist halt richtig geil. Nicht, dass ich im Kampf anfangen muss zu lachen. Zum Glück haben wir meine Schmerztabletten. Mickey hat schon Power dahinter, ne?
Das ist unser Humor. Die Pause geht auch schneller vorbei. Das geht nicht. Das funktioniert so. Wir machen das andersrum. Machen wir mal. Ich würde auch, glaube ich, mal gerne boxen. Soll ich mal so einen Box-Vlog machen, Chat? Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu, Chat? Einfach mal irgendwie sowas mal probieren, nur mal ausprobieren. Also einfach nur mal ausprobieren und mal gucken. Oder? Das wäre doch eigentlich. Das wäre doch eigentlich nicht verkehrt, oder? Glaube ich. Ich glaube. Ich hab halt, also das Ding ist halt, keine Ahnung, ich hab halt, wartet, kann ich das hier irgendwie, du blamierst dich. Keine Ahnung, also ich würde schon sagen, dass ich Ausdauer auf jeden Fall habe und Kraft glaube ich auch ein bisschen. Bin gerade, würde ich sagen, relativ gut in Form so. Aber die Frage ist halt, habe ich genug Kraft in den Armen und würde ich nicht vom Asthma einfach sterben? Wisst ihr, was ich meine? Auch wenn ich mich blamiere, ist doch eigentlich lustig. Wisst ihr, was ich meine? So, selbst wenn ich mich komplett blamieren würde, wäre es ja trotzdem irgendwie funny, oder? Was sagt ihr, Chat? Guck mal, zum Beispiel Avive, also bin ich ehrlich, Avive würde mich komplett umbringen. Avive würde mich wirklich töten, weil Avive macht schon länger. MMA habe ich mal überlegt. Keine Ahnung. Ich glaube, für die Klicks, so, warum nicht? Guck mal, ich zeig euch ganz kurz gegen Maxify. Maxify ist eine Maschine, Leute. Holy shit. Ihr habt Gymvlog gesehen. Maxify ist eine Maschine. Das ist von gestern Abend das Bild. Bin ich zufrieden mit, muss ich sagen. Beine muss ich mehr machen und so. Und ich muss anderes Gesicht haben auch dabei. Aber ich glaube so von der Form her ist es echt, also es könnte schlimmer sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube von der Form her könnte es Real Talk Wacker sein. So, keine Ahnung. Deshalb. Aber das ist halt auch das Ding, ich bin halt ein bisschen unaufgeräumt. Ja, da lag richtig viel Scheiß rum. Keine Ahnung. Das Ding ist halt, ich glaube, bei mir ist halt Ausdauer so das Problem mit Asthma und so. Ne? Mal schauen. Vielleicht mache ich es mal irgendwann. Mal gucken. So, ich hoffe, euch hat der Box-Vlog gefallen. Ich wollte euch mal fragen. Beine trainieren, bin ich gerade dran. Beine trainieren auf jeden Fall. So ein Fortschritt. Eventuell mal jeden Monat festzuhalten. Ja, mach das, Bro, mach das. Ich bin gespannt.